In Dänemark, die Landschaft ist auch extrem cool, weil du hast diese Weiten, gell? Du kannst so weit in die Ferne schauen, es entschleunigt einfach irrsinnig. Du schaust da, gehst am Strand spazieren und du kommst einfach irrsinnig runter mal, ja. Du suchst einfach den Spot zur Windrichtung aus. Das heißt, egal aus welcher Windrichtung der Wind kommt, du hast den perfekten Spot dazu. Und das ist einfach das Tolle. Wenn du aufbaust, du stehst auf Steinen, du stehst auf Wiese und du hast nicht überall diesen Sand zum Beispiel, das taugt mir schon ziemlich. Bei Lake United geht es um die Kite-Community, das heißt gemeinsam fortfahren, gemeinsam tolle Dinge erleben, neue Tricks lernen, und da geht es jetzt nicht so drum, einfach in den Flieger steigen, ins Hotel und dann kiten gehen und wieder zurück ins Hotel und wieder heim und das war's, sondern bei uns ist wichtig, dass man reist, dass man wirklich Eindrücke mitnimmt, dass man auch was erlebt. Unser Ziel ist es einfach, eine Community zu bilden und Netzwerke zu schaffen. Freundschaften sollen entstehen und durch diese Freundschaften soll einfach gemeinsam die Welt erkundet werden. Also so unser Ziel, dass die Leute immer was Positives mitnehmen und auch einen neuen Blickwinkel auf die Dinge bekommen. Du kannst irrsinnig toll essen auch. Du wohnst toll in diesen kleinen roten Backsteinhäuschen, die alle ausschauen wie bei Herr der Ringe. Und ist es nicht? Gibt es ja keine Backsteine, ich habe Herr der Ringe nicht gesehen.